Was denn? Wie war's? Mit der Hipsterin. Okay. Wie okay? Habt ihr oder habt ihr nicht? Ich bin mir nicht sicher. Wie kann man sich da nicht sicher sein? Ich weiß, es war alles so abstrakt. Abstrakt? Ja, so voller Glitter. Ich weiß, was da hilft. Und die heute steht auch auf mich. Die hat mir laute Herz-Emojis geschickt. Oh, die kennt dich halt noch nicht. Alles. Ich kann's einfach nicht fassen. Du und ich hier. Ich meine, bist du's wirklich? Ja, ich denke. Also, ich bin ja schließlich ich. Du bist echt genauso toll, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich gebe mein Bestes. Könntest du mir einen Gefallen tun? Klar. Ich weiß, es klingt komisch, aber magst du mir vielleicht ein Autogramm geben? Die Unterschrift ist zwar schon draufgedruckt, aber ein echtes wäre so viel toller. Okay, ich komm gleich wieder. Kennt jemand von euch diesen François Goeske? Das ist ja ein Ding. Sieht genauso aus wie du. Krass, anscheinend so ein Schauspieler. Filme, Fernsehen und so eine komische Webserie. Dafür zahlt man noch Gebühren. Verdammt, die denkt, dass ich dieser Schauspieler bin. Ja, dann lass sie in dem glauben. Geht das? Nein. Ja klar, das ist eine klassische Win-Win-Situation. Genau. Warum? Also pass auf, du hast endlich wieder Sex, also richtigen, und sie ist ihrem Schwarm so nah wie noch nie zuvor. Ja, genau. Win-win. Kann ich irgendwas sagen, um dich von dieser dämlichen Idee abzubringen? Win-win. Stift? Stift. Danke, Bro. Viel Spaß. Trottel. So. Und wann kommt dein nächster Film? Verdammt. Wieso muss das immer gleich in die Hose gehen? Denk nach, Tim. Du kannst das inzwischen. Also mein nächster... Ich arbeite an meinem nächsten Kinofilm. Ja, es geht um einen Elitesoldaten, den spiele ich. Und diese Truppe, die kämpft gegen Vampire. Und am Ende finde ich halt heraus, dass ich in Wahrheit auch ein Roboter bin. Wow. Wie heißt der Film denn? Roboter-Zombie-Jäger vom Saturn. Wenn sie das schluckt. Wow. Strike. Ich mag gar nicht fragen. Nein, nein, klar. Frag ruhig. Könntest du vielleicht eine Szene aus einem deiner Filme nachspielen? Oh, fuck. Okay. Jetzt? Aha. Okay. Yippie-yay, Schweinebacke! Was soll das denn? Denkst du, ich kenn Stipp langsam nicht? Also, du hättest echt besser recherchieren können. Recherchieren? Na, in welchen Film François mitgespielt hat? Hä, das heißt, du weißt, dass ich gar nicht der Schauspieler bin? Hä? Du hältst mich auch für blöd wie ein 10-Meter-Feldweg? Der echte würde sich doch niemals mit mir treffen. Okay, und warum dann die Autogrammkarte? Ich dachte, es ist klar, was wir hier machen. Na, du tust so, als wärst du François, und ich tue so, als wüsste ich nicht, dass du es nicht bist. Rollenspiel. Okay, ist das nicht ein bisschen weird? Wieso denn? Ist doch eine klassische Win-Win-Situation. Also wär's zumindest gewesen. Win-Win. Okay, gib mir noch eine Chance. Weiß nicht. Komm schon, ich brauch Hilfe. Erzähl mir irgendeine Szene. Ich geb mir Mühe, okay? Versprochen. Also gut. Es ist eine Liebesszene. François spielt einen Schauspieler, der sich auf dem Weg zu einer Preisverleihung begibt. Aber verfährt sich. Er hält vor einer Bar, um dort nach dem Weg zu fragen. Als er sie betritt, sieht er eine wunderschöne junge Frau an einem Tisch sitzen.
Und dann ist dein Text. Entschuldigen Sie vielmals. Können Sie mir vielleicht helfen? Ich habe mich verfahren. Okay, jetzt du. Entschuldigen Sie vielmals. Können Sie mir helfen? François! Ich habe mich verfahren. Ich musste Goldene Himbeere für meinen neuen Film. Wie heißt denn dein neuer Film? Roboter Zombiejäger vom Saturn. Magst du mich begleiten? Naja, fast hätte es geklappt. Stimmt. Fast hätte es geklappt. Ich würde gerne nüchtern bleiben. Okay. Als Arzt weiß man nie, ob man nicht doch noch zu einem Notfall gerufen wird. Ja, willst du mir nicht helfen?